So, hast Hunger? Ich auch. Allerdings muss ich gerade Let's Play und du kannst essen. Das ist sowas von unfair. Das ist so richtig unfair. Und du bist noch nicht mal satt. Du bist wirklich so ein Nimmersatz, wa? Ein Digipilz muss ich mir aber aufheben. Hey, yay! So. Wir trainieren weiter, das ist die Verteidigung. Sollte mindestens auf mehr sein. Auf sehr viel mehr, um genau zu sein. Damit Kunemon nicht so viel Schaden macht. Das Tempo wäre eigentlich auch ganz schlau, weil die Attacke ist ja schon so langsam, da kann der wenigstens noch jemand öfter angreifen. Oder schneller, oder. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es war, dass die Attacken schneller sind. Und das könnte schon verdammt helfen. Ansonsten ist es einfach, dass man immer schneller angreift. Eins von beiden war's. Da bin ich mir relativ sicher. Okay, hier. Ja, wir trainieren weiter die Verteidigung. Und dann geht's, wie gesagt, auch zu Kunemann. Ich glaube, ich wiederhole mich gerade, aber das wir wiederholen, wiederhole ich mich auch wieder. Ich bin ein wiederholender Wiederholung. Am besten ein Wiederholungstäter, ja. Und wisst ihr, das habe ich heute erfahren. Ich weiß nicht, woher die das wissen. Gebe ich ehrlich zu. Ich habe es bloß so in meinem Kursraum, war Englisch, vor Englisch, also Pause, mitgehört. Weil meine Gruppe gerade still war. Eine hatte erzählt, dass sie mal irgendwas, ich weiß nicht woher, ich habe so mitgekriegt, dass sie erzählt hat, dass jeder Serienmörder, ja, ich wohne in Leipzig, hier in Leipzig, war jetzt vorausgreifendes Wissen, ne? Ich glaube, es war sogar in Sachsen, jeder Serienmörder war auch ein Kannibale. Und ich habe mir nur so gedacht, what the fuck? Woher weißt du das? Und wieso merkst du dir sowas? Und ich meine, wenn ich als Wiederholungstäter dann da mitmache, muss ich auch ein Kannibale werden? Nur um die Quote nicht zu zerstören? Ah. Und zudem bedeutet das ja auch rein theoretisch, was ich jetzt erzähle, ist Quatsch, aber ich erzähle trotzdem, dass jeder Attentäter auf eine Schule auch ein Kannibale war. Weil der tötet ja auch in Serie. Weil du. Okay, der war echt böse. Dass das Numemon vergast alles schon nichts dagegen. Gegen das hier jetzt. Und ich habe mich umentschieden, ich mache doch nichts. Alles, was ich aufnehme, ein Part, das werden mehrere. Punkt. Denn wir sind jetzt vorangekommen. Und es wird bestimmt Leute geben, die, wenn ich das alles in einem Part mache, dann einfach nur sich denken, nö, ich will jetzt keine 2 Stunden gucken. Und dann verpassen die Coelamon, das geile Betamon, den Kampf gegen Kunemon, der gleich nochmal wiederholt wird. Das kann ich einfach nicht machen. Nein, das werden mehrere. Punkt. Punkt. Triple Dot. Also Dreifachpunkt. Wobei ich hier finde, das Englische wesentlich geiler klingt. Also ein Triple Dot ist geiler als ein Punkt, Punkt, Punkt oder ein Triple Punkt. Obwohl Triple Punkt auch schon was hat. Allerdings kannst du da nicht sagen, he triple dot me. Also er hat mich gedreifacht Punkt. Ted. Was im Englischen allerdings geht. Wie es PewDiePie ja so schön vormacht. Ja, ich mache gerne Referenzen und Schleichwirkung. Ich werde dafür leider nicht bezahlt. Das müsste ich mal einführen. Obwohl es nicht wirklich viel bringen würde, aber man kann es ja mal machen. So, der Nachteil an dieser Taktik ist, dass wenn man sein ganzes Geld von Filets, was sie später bekommt, weil ich vorhin erklärt habe, Mensch, hört doch mal auf, mir dafür vorzuwerfen, dass ihr den letzten Part nicht gesehen habt. So, euer Vorwurf. Falls ihr es überhaupt getan hättet, ich verstehe, ja, scheiß drauf, ich wiederhole mich schon wieder. Und ich überschlag mich. Purzelbaum. Nein. Konzentration. Und Luftholen natürlich. Wo war ich denn geblieben? Genau. Geld für Filets verkaufen, dafür Geld kriegen, so rum besser. Das Geld dann Fleisch holen. Das dauert zwar länger, das vielleicht zu verfüttern, bringt aber letzten Endes mehr. So, Nachteil daran, wie gesagt, dass es länger dauert. So. Habe ich meine Gedanken auch geordnet. Schön. Geht ja relativ schnell bei mir. Naja. Ihr wisst, Ironie, Sarkasmus, allem einem vereinigt. Irokasmus. Das war mein persönlicher Irokasmus. Jetzt haben wir es. So, jetzt auch ein Kunemon ins Bett, damit ich endlich was Neues zu erzählen habe. Und doch, Kunemon, ihr geht mir aus dem Weg. Gut gemacht, Jungs. Ich muss mal kurz einen Extra-Weg hier machen. So, gibt es hier noch einen Tiki? Nein, natürlich nicht. So, ich stelle mich jetzt wieder hier hin. Funktioniert nicht. Jetzt warten wir mal noch eine halbe Stunde.
keine echte halbe Stunde, eine dicke halbe Stunde. Oh, scheiße. Es geht also auch so, man muss sich bloß richtig hinstellen. So, Kopfschlag. Das war prima. Auf in den Kampf. Alter, jetzt werde ich dich sowas am Blatt machen. Jetzt kommt die Rache des Numemon. Oh ja, das war richtig geil. Ja, es ist eine langsame, schleichende, stinkige Rache, denn er ist stinkewütend, war dumm, wird aber trotzdem gewinnen. Auf geht's, Numemon. Zeig ihm, wo der Furz herkommt. Sehr schön. Und dieses Mal hast du sogar eine reelle Chance, da ich 20 kleine Heidisken mit habe. Das müsstest du hinkriegen, da bin ich mir 90% sicher. Au, kriegst du trotzdem mit. War nur ein bisschen scharf. Ja, yeah, bleib doch hängen, Kundemon, dann mach ich alle. Numemon, auf geht's. Verdammt, da hat sogar eher angefangen, war langsamer. Hier, dein erster kleiner Heidisk, die du eigentlich noch nicht bräuchtest, ich sehe, aber der trotzdem gebe. Denn falls, für den Fall, dass Kundemon in der Spezialattacke startet, muss ich vorbereitet sein, weil die nämlich verdammt viel Angst, besonders gegen. Ihr wisst schon wen. 777, zu spät gesagt, ich muss keinen das geben. Ha! War aber cool, dass das gerade so hatte, ja. Oh, haben wir den Finisher? Jetzt endlich nein. Ja, renn bloß weg, Kunemon, ich mach dich trotzdem alle. Und, Numemon, Finisher? Ja, Cloacus Maximus schlägt wieder zu. Cloacus Maximus. Scheiße. Kleine Heidisk! Okay, gut. Hätte mehr abziehen können. Auf geht's! Oh, sehr gut ausgewichen. 1A Numemon. Ja, gut. Oh, die Taktik kannst du weiterverfolgen. Mach ihn alle. Verdammt, der hat aufgehört, drauf reinzufallen. Jetzt ist er aber sowas von stinkewütend. In ja, asshole. Nein, er hat schon gedreht. Los, auf geht's! Sehr schön. Also irgendwie. Mit der Zeit hat diese Art anzugreifen doch noch was Erotisches. Also okay, erotisch. Aber etwas durchaus verständliches gefunden, da sie ja funktioniert. Okay, auf geht's, Numemon. Genug darüber gequatscht. Ah, schade. Zeig uns die wahre Kraft des Forces. So, mach ihn alle. Cloacus Maximus! Cloacus? Maximus? Ja, sehr schön, Cloacus Maximus. Und nicht maximal stärker, ich bin einfach zu langsam, aber trotzdem Cloacus Maximus. Hätte ich maximal stärker gehabt, wäre sie gewesen. Okay, hätte es doch. Aber es tut mir leid, nochmal nebenbei, wenn ihr immer während des Spezialangriffs meine Tasten hört. Es muss nicht sein, allerdings bin ich da einfach mal so drauf, dass ich da mit voller Energie und Schütteln und Wackeln, ich bin eigentlich ganz froh, dass die PS4 noch nicht ausgegangen ist, das dann so mache. Weil nur so klappt das dann auch. Mit Kontrolle ist das einfach. Ja, stark! Er hat's echt geschafft. Oh, kleine Numemon. Verdammt, Numemon ist verletzt. Schade. Das war nicht gut. Was soll ich tun? Komm in die Stadt und arbeite die Pfunde ab. In Ordnung, ich bin Kunimon. Schreibfehler, Kunimon. Ein Insekten-Digimon. Ja, schön, dass du mir wieder reinkriegst, Telefon. Dich kennenzulernen. Und ich komme wegen diesen ganzen Kabeln nicht zu meiner Tür. Scheiße, egal. Gute Mutti in die Stadt. Yay. Einfach mal ignorieren. So. Strikt ignorieren. Wenn ihr irgendein Hintergrundgeräusch hört, das ist nicht... Nein, das ist auf gar keinen Fall mein Telefon. Egal, welche Nummer das jetzt ansagt, ihr werdet sie nicht anrufen. Klar. Gute Nummer ist weg und das ist Elfriede. Jetzt hört ihr sie auch. Schön, dass sie auch mal im Let's Play drin ist. Ich rede immer so viel von ihr und sie ist nie drin. Yay. Das freut mich ja super. Okay, ihr habt es wahrscheinlich gar nicht gehört. Ich rege mich hier komplett umsonst auf. Das wäre das Beste. Ja, es piept auch schon wieder vom Telefon. Jetzt ist alles weg. Und ich kann mich wieder beruhigen. Und hier steht Kunemon. Ich müsste die leckeren Pflanzen einfach fressen. In der Stadt ist es wohl zu windig geworden. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt hinten durchgehen. Das ist der Vorteil von Kunemon. Ich werde Numemon jetzt mal schnell heilen, bevor ich es einschlafen lasse.
Weil ansonsten kann sich die Wunde nämlich entzünden und nur mehr und wieder krank werden. Ich habe keine Medizin mehr. Und das ist kacke. Um mal wieder mein Lieblingswort in diesem Let's Play mit Nomemon zu benutzen. Jep, ich will Gepäck abnehmen. Und zwar den Verband. Und gleichzeitig den Verband wieder zurücklegen. Jep, das ist genau das, was ich will. Hier, ja, Pilsche. So, bei Bedarf besuche ich den Laden wieder. Momentan habe ich keinen Bedarf. Hier, bitteschön, dein Verband. Den nimmt er sogar dankend an. Okay, nicht dankend, aber es geht ihm wieder besser, er ist bloß müde. Sehr schön. Schlaf ein. Schlafius, einius. Funktioniert auch wieder. Ja, yep, ich möchte wieder sicher und schlafen, denn wir haben es endlich geschafft, Kulimon zu kriegen. Ein Applaus für den Let's Player, Sino. Yay, dankeschön. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mit Nomemon schaffe. Aber es hat funktioniert. So, jetzt Trimogemon. Nein, bloß nicht. Wir könnten Zernatormon. Ja, Zernatormon wäre eigentlich ganz cool. Besonders, weil der eine Klinik eröffnet, um das mal vorwegzunehmen. Wäre cool, aber schwierig zu bekommen. Allerdings muss man für den nicht kämpfen. Deswegen mache ich das jetzt auch. Und es ist einfach so eine geniale Erleichterung, einfach hier durchgehen zu können. Das fördert den Spielfluss ungemein. So, also Nomemon, komm mit. Führ deine Schleimspur mit. Ach nee, du springst ja. Okay, hab nichts gesagt. Also Zernatormon, habt ihr ja vorhin schon mitgekriegt, dass er kein ganz so netter Geselle ist. Zumindest gibt er es vor. Eindringlinge werden erschossen. Zernatormon, nicht mal liebe Grüße geschrieben. Also momentan ist er nicht ganz so gut drauf und er schießt auch wirklich. Bleib mir vom Hals. Gut. So, dafür müssen wir jetzt allerdings hier wieder lang. Und an diesem Yanmamon vorbei, was mich einfach nicht vorbeilassen will. Lass mich in Ruhe, guter Junge. So, du auch. Sehr schön. Ah, da war noch einer. Ich hab's fast geschafft und ich bin durch. Sehr schön. Gut gemacht, Nomemon. Bist mir gut gefolgt. So, im Amidala-Wald. Amidala-Wald. Alarm, Eindringlinge, Alarm, Eindringlinge, ich schieße! Ja, schön für dich. Schieß gar nicht. Das ist ein Heidisk, das ist ein Heidisk, das ist ein Heidisk. Scheiße. Fuck. What the fuck? Der hat mir die Hälfte abgezogen. Okay, machen wir es anders. Gehe ich hier oben lang, gehe hier rechts. Einfach, eigentlich ist es das Einfachste. Einfach immer einmal abzubiegen. Das funktioniert meistens auch. Hier ist wahrscheinlich wieder nicht. Doch, tut klappt. Sehr schön. Dann hole ich mir den Glückspilz. Ich laufe hier links. Das kann man nämlich jetzt gerade sehen. Jetzt hole ich mir noch schnell das hier. Tempo das. Gehe wieder rechts. Was jetzt wahrscheinlich nicht klappen wird. Nein! Dann sage ich, das wird nicht klappen. Jetzt ist er. Ah, der ist fast tot. Scheiße. Alles in Ordnung, dir nichts. Nein, wir kehren nicht um. Ich war da oben. Und ihr seht zwei Xe und ein Kreis. Ich hätte einfach hingehen sollen. Allerdings wollte ich noch die Tempo-Disc. Ich voll Idiot. Wenn ihr zum X kommt, werdet ihr erschossen. Müsst wieder von Anfang anfangen. Also nicht Spiel von Anfang, sondern hier unten von Anfang. Und wenn ihr zum Kreis kommt, dann bekommt ihr hier Zernatormon in eure Stadt. So, ich probiere das Ganze jetzt nochmal. Nur jemand müsste eigentlich wieder voll sein. Und zum Glück sind diese Steinsformationen immer gleich. Das heißt, der Weg, den ich am Anfang genommen habe, war eigentlich recht gut. Ja, hol ich mir. Zurück. Sehr gut. Und der muss halt eben immer eine Weile zielen. Und also ich bin doch schon da. Warum kriegt eigentlich nur jemand Schaden, wenn ich hier getroffen werde? So, jetzt direkt nach oben. Willst mich wohl verarschen, oder? Alles in Ordnung, DNX? Wir kehren um. Wir kehren nicht um. Also steht doch davor. Ach, ja, ist das ein Spaß. Vorhin hätte ich es geschafft. Und nur weil ich den Tempo-Disc wollte. Ja, okay. Alle guten Dinge sind drei. So heißt es doch so schön.
Ey, du lehnst hier nicht das ab, was ich dir zu deinem eigenen Wohl gebe, klar? Gut. Und ganz ehrlich, das ist auch so eine Besonderheit an Digimon Volt, die ich... Ja, Digimon Strom. Die ich sehr schätze, dass man jedes Digimon auf eine andere Weise bekommt. Ihr seht ja vorhin, Kunemon was zu essen geben, okay, und dann kämpfen. Cernataumon, was einfach nur durchrennen, okay, einfach, Es gibt dann auch noch jemanden, wo du im Laden mithelfen musst, den Laden sozusagen führen musst. Und es gibt dann eben scheiße viele verschiedene Varianten, wie man Digimon in die Stadt bekommt. Und das ist einfach nur genial. Jetzt bin ich auch schon da. Ausrufezeichen! Am Ende sind dann alle drei Wege offen, wo man das sozusagen. Wir müssen jetzt nicht immer nur am linken vorbeigehen. Erstaunlich, dass du es durch den Wald geschafft hast. Ich bin's ja in der Taumon. Entschuldige die Schüsse. Kein Problem, hast dich zweimal fast getötet, aber scheiß drauf. Ich wollte dich nur testen, weil ich mit dir arbeiten will. Mach ruhig weiter, ich warte in der Stadt auf dich. So. Cernataumon zieht in die Stadt. Yay! DNX, wir werden langsam berühmt! Weiter so! Ikuse! Auf Japanisch. Ikuse! Und hier geht's rein zum Dinoland. Und ich gehe nicht weiter, denn hier wird uns jetzt ein Tyrannomon angreifen. Tyrannomon bekommen wir auch noch in die Stadt. Spoiler Alarm. Leider ein bisschen zu spät. Wie ihr seht, kommt in der Mitte. Gibt leider keine Items mehr hier. Und wie gesagt, da greift einen dann ein Tyrannomon an. Dieses ist verdammt stark. Deswegen kämpfe ich nicht mit Nomemon gegen dem. Und ja, wir haben unsere Sache hier getan. Nein, bleib weg. Das geht mir jetzt auf den Zickix. Ich bin mal ganz kurz weg. Ich drücke mal kurz Pause. Ey, mit Mauszeiger. Ich hoffe, der war nicht die ganze Zeit im Bild. Jetzt ist es wenigstens ein bisschen leiser und ich hoffe inständig, dass der Mauszeiger nicht die ganze Zeit im Bild war. Ansonsten darf mir jeder eine Ohrfeige verpassen. Das meine ich ernst. Ja, hallo Ernst, schön dich kennenzulernen. Bleib mir vom Malzian, Mann. Bleib mir vom... Gut. So, Nomemon, ich weiß, du hast Hunger, allerdings wollte ich erstmal aus dem gegnerischen Gebiet rausgehen, bevor ich dir was gebe. Falls ich überhaupt noch was hab. Ja, vielleicht. Und ein Digipilz. Willst du noch was? Das war so klar. Okay, ist vielleicht, da geht's in Ordnung. So, Glückspilz gebe ich ihm nicht. Denn er ist kein Glückspilz, er würde wieder krank werden. Da bin ich mir relativ sicher und ich habe keine Medizin mehr. Die man jetzt bei Cernataumon auch kaufen kann. Beziehungsweise einfach nur heilen lassen. Das kostet normalerweise 500 Bit, aber Cernataumon ist so lieb, der erspart einem das Geld, wenn man nicht genügend hat. Also da muss man einfach nur so viel zahlen, wie man hat, glaube ich. Oder am besten, ich glaube sogar gar nichts. Wenn du die 500 nicht aufbringen kannst, dann musst du nichts bezahlen. Und das ist für den Arzt schon verdammt löblich. Stell euch mal vor, das würde heute genauso sein bei normalen Ärzten. Das ist eigentlich Cernataumon ist so ein Arzt. Also wenn man jetzt mal das Schießen auf einen wegnimmt, dann ist es so ein Arzt, der es wirklich verdient hat, Arzt zu heißen. Der wirklich den Leuten hilft, egal ob die Geld haben oder nicht. Und egal was du für ein Problem hast, du kannst dorthin gehen und der hilft dir. Das ist schon verdammt geil. So einfach ist das. So. Wir haben jetzt einen halben Tag Training weg. Wir haben gesagt, wir teilen die Tage auf in Training und Kämpfen. Und nein, halt, jetzt haben wir mal umgetauscht. Erst Kämpfen, danach Training. Holen uns jetzt noch ein paar Hüftsteaks, falls ich das noch nicht gemacht habe. Und danach immer weiter trainieren. Yep, so ist das, Mumimon. Hier sind deine heutigen 3 Portionen Hüftsteak. Dankeschön. Vielen Dank, Palmon. Ich habe immer mehr Hunger. Ich nehme jetzt schon eine Stunde auf und 40 Sekunden. Und ich habe einfach nur so derbe Hunger, dass ich mich glatt als Sigma verwandeln könnte, zu einem Thema gehen und dann so eine Blase bei mir machen würde. Und hoffen würde, dass ihm was bringt. Allerdings bin ich gerade in der Space, deswegen kann ich gerade nicht aufstehen und mir was zu essen haben. So, auf geht's zum Memon. Genialer Sprung über das Schild drüber. Und ja, das war drüber. Diesmal hat er seine Spezialfähigkeit nicht benutzt. Ja, du willst kacken gehen, ich hab's gesehen, du bist schon gleich am Anfang zu der Seite gerannt. Yep, auf nach File City. Es würde also auf Deutsch ungefähr Dateistadt heißen. Oder Datenstadt.
Wobei Datenstand noch wesentlich geiler klingt als Zeitstand. Muss man mal so sagen. Oder halt eben einfach Filetstadt, das passt auch. Um mal wieder auf meine alten Geschichten anzusprechen. Und yep.